Bei vielen Technisat-Fernsehern und Receivern haben Sie die Möglichkeit aufzunehmen. Entweder mit einer integrierten Festplatte oder einer Festplatte, die Sie über USB anschließen können. Technisat hat sich nun gedacht, wenn Sie schon unterwegs sind und Ihnen dann eine Aufnahme einfällt, damit Sie diese nicht verpassen, gibt es eine mobile Applikation für die Apple-Modelle. Unter anderem für das Apple iPad, das iPhone und den iTouch. Sie haben so die Möglichkeit, von unterwegs oder auch zu Hause direkt Aufnahmen für Ihren Fernseher oder für Ihren Receiver zu programmieren. Unter anderem habe ich jetzt hier mal den Multivision, das neue TV-Gerät von Technisat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Fernsehgenuss meiner Partnerin nicht stören möchte oder ich gerade noch unterwegs bin und denke mir, Mensch, da kommt noch eine tolle Reportage oder ein toller Film, hat mir gerade noch ein netter Kollege oder Freund genannt, den möchte ich aber gerne aufnehmen. Extra nach Hause fahren ist dann meistens nicht möglich. Aber Technisat hat jetzt ein Zusatzprogramm, ein sogenanntes App entwickelt, was Sie kostenfrei über den Apple Store herunterladen können. Und mit diesem App können Sie Ihren Fernseher und Ihren Receiver jetzt programmieren. Damit das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt mal, was so die einzelnen Schritte sind. Gehen Sie bitte bei Ihrem Receiver oder Fernseher in das Menü hinein. Dort finden Sie dann unter Einstellungen die Sonderfunktionen und bei Sonderfunktionen dann den Menüpunkt Fernzugriff. Das aktivieren Sie bitte und richten das ein und natürlich vorab natürlich den Fernseher und den Receiver mit dem Heimnetzwerk zu Hause verbinden. Entweder über das LAN-Kabel oder über einen Technisat WLAN-Stick. Wenn das alles passiert ist, brauchen wir den Fernseher nicht mehr, dann gehen wir einfach wieder zurück zum Fernsehen und schauen dann einfach mal, was ich mit so einem iPad, einem iPhone oder iTouch dann alles machen kann. So, wenn Sie so ein genanntes iPad zum Beispiel haben, gehen Sie bitte zum App Store von Apple, laden sich kostenfrei das kleine Programm Technisat DVR Timer herunter. Das erscheint dann einfach in der Auflistung. Drücken Sie dann einmal drauf. Die Eingaben hier bekommen Sie direkt auf Ihrem Fernseher angezeigt. Einfach mal nur einmal eingeben, dann den Login bitte. So, und jetzt haben Sie viele Möglichkeiten. Unter anderem gibt es hier den Menüpunkt SFI und den kennen Sie ja auch von Ihrem Fernseher. Das heißt, hier haben Sie die Übersicht über das laufende Programm und über folgende Sendungen. Genau wie beim Fernseher kann ich über SFI jetzt auch eine Aufnahme programmieren. Ich möchte zum Beispiel bei ZDF HD demnächst heute Nachmittag die Küchenschlacht aufnehmen. Ach, da ist sie auch. Da sehen wir 14.15 Uhr die Küchenschlacht. Und da direkt den roten Knopf. Da drücken Sie jetzt drauf. Dann wird die Aufnahme automatisch nochmal angezeigt. Ist es der richtige Sender? Das Datum? Die Uhrzeiten stimmen? Einmal bitte aufnehmen, auf die Festplatte, nur noch speichern. Zack. Und schon ist die Aufnahme für Sie programmiert. Sie haben aber auch gerne die Möglichkeit, selber zu bestimmen, welches Programm, welche Daten, welche Uhrzeiten. Gehen Sie dazu bitte hier unten in der Leiste einfach einen Punkt weiter auf den Timer. Einmal draufdrücken. Da sehen Sie jetzt schon die erste Aufnahme, die wir gerade zusammen programmiert haben. Jetzt füge ich eine weitere über das Plus hinzu. Zack. Jetzt wähle ich hier oben den Sender aus. Und das ist genau die gleiche Programmliste, die Sie auch in Ihrem Receiver oder Fernsehgerät haben. Da kommt heute Abend, was weiß ich, auf Arte HD noch eine schöne Serie. Die möchte ich gerne heute aufnehmen. Datum stimmt, hat er sofort übernommen. Sie können auch hier gerne selber weitere Daten eingeben. Dann geht es weiter zur Startzeit. Das fängt an um 18.10 Uhr. Da einfach runterscrollen, hier nochmal hoch zu 10 Minuten. So, ist wirklich eine ganz einfache Bedienung und intuitiv, so wie Apple ist. So, einmal dann zur Aufnahme stoppt, dann noch die Uhrzeit. Das ist um 19 Uhr zu Ende. Ups, da war's, 19 Uhr. Kurz noch angeben, möchte ich das einmal aufnehmen, täglich, nur am Wochenende, werktags. Eine Aufnahme reicht mir da. Wo möchte ich es aufnehmen? Haben Sie eine Festplatte integriert im Fernseher oder eine angeschlossen? Dann wählen Sie das hier aus. Bestätigen das noch kurz. Schauen Sie sich den Timer nochmal an, ob alles stimmt. Drücken dann Speichern. Und das war's. Und diese Möglichkeit haben Sie jetzt, wenn Sie A zu Hause sind. Denn dann ist Ihr iPhone, Ihr iPad oder iTouch genau wie Ihr Fernseher in Ihrem Heimnetzwerk. Oder wenn Sie unterwegs sind, von der Arbeit aus kurz mal übers iPhone oder iPad programmiert oder aus dem Café heraus, wenn man noch unterwegs ist. Und dann sind die Aufnahmen zu Hause schon hinterlegt. So, und ob das jetzt alles funktioniert hat, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam auf dem Multivision an. Dazu geht es dann einmal ins Menü, zum Menüpunkt Timer verwalten und zur Timer-Übersicht. Und siehe da, genau diese beiden Sachen sind hier jetzt schon hinterlegt. Die Küchenschlacht und noch heute Abend meine Serie. So einfach kann das sein, so mobil können Sie jetzt sein, ohne dass Sie zu Hause etwas verpassen werden. Technisat bietet diese Applikation kostenfrei im App Store an und ich würde sagen, jeder, der so ein iPad, ein iPhone oder ein iTouch hat, sollte das auf jeden Fall nutzen.